Leute, denkt dran, das Giveaway läuft noch. Ihr habt die Chance, einen Porsche zu gewinnen. Ein Wert von 170.000 Euro. Um mitzumachen, müsst ihr nur Willi, Eli mir folgen. Auf Instagram, auf YouTube. Und die Sports Vita Welt. Halt einfach supporten, was ihr sowieso schon machen solltet eigentlich, wenn ihr korrekt seid. Und dazu noch eine Instagram-Seite folgen. Das ist alles, was ihr machen müsst. Und ihr könnt einen fetten Porsche gewinnen, der euer Leben verändert. Wer euer Leben verändern könnte, der Familiens Leben verändern könnte, macht Sinn. Ihr müsst nicht 18 sein, ihr könnt so alt sein, wie ihr wollt. Auf jeden Fall macht mit, viel Spaß damit und ja, viel Glück. Morgen, Tag 3 in St. Moritz. Eli Jello und ich gehen jetzt was fooden. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Seid ihr ehrlich? Das ist komisch hier mit Essen. Ja, ne? Das ist ein Problem hier. Dieses Essensding ist hier kritisch. Man kriegt nicht so einfach Essen. Ja, hast auf jeden Fall ein Like da. Wir gehen später wieder hoch. Heute ist Bayern gegen Dortmund. Prediction? Fußballlexikon? Ich sag unentschieden. Unentschieden, ich hoffe auch. Ich glaube 2-1 für Bayern leider. Ich hoffe aber, dass Dortmund gewinnt, damit es relativ spannend bleibt. Ey, das hat dich beleidigt. Ja, warum hast du gestern meine Mutter beleidigt? Warum? Als ob jetzt! Auch wenn ich weiß, dass Spaß ist, hat nicht hau rein, dankeschön. Ciao, Abi. Digga, Schweizer, man spricht mit den Deutschen, die reden Englisch zurück, ich check das nicht. Auf jeden Fall, Kalle kommt jedes Mal zu spät. Egal wohin, egal was ist, Kalle kommt zu spät. Er macht dich immer so richtig lange fertig und ich weiß nicht, was er macht. Er duscht immer und so. Egal, wann man ihm Bescheid sagt, er kommt immer zu spät. Kalle ist der Wirt. Ich glaube, er hat gestern auch nicht viel gefilmt. Kalle trinkt sich einfach. So besoffen war er. Macht sein Ding. Er macht immer so seine Snap-Stories und so für sich. Er hat's voll. Gestern, 3-4 Uhr morgens, ich weiß nicht wann genau, Melina und ich sind auf dem Zimmer, schlafen schon. Er ist nur so, bam, bam, bam. Okay, hab ich mir das eingebildet. 2 Sekunden später klingelt. Selbst welche Hotel-Tür klingelt. Melina so voll erschrocken. Was ist das? So. Das ist Sydney. Der Bastard. Um 4 Uhr nachts. Ich wollte mit euch kuscheln. Ich will ins Bett. Ich will nochmal bei Eli anklopfen. 4 Uhr nachts. Bitte geh zu Eli. Baby, sexy da. Unterbreche ich. Ja, sorry. Vorhin haben wir halt Kalle genervt und ja, wir haben unser Unwesen hier getrieben im Hotel. Burger kostet 62. Das erste, was ich sehe, ist ein chilliger Burger für 62. Also Real Talk, ich Sandwich muss, für 48. Ich muss es einfach sagen, Digga, Chicken Sandwich 48. Also ich muss es einfach sagen, Schweiz wunderschön. Ist gottlos. Aber das ist, oder, also, wer zahlt das? Ist das über Isotop? 48 Euro für ein Sandwich. Ich schwöre, du kriegst für 50 Euro in Deutschland kriegst du ein richtig geiles Steak. Ich glaube, ich nehme Kartoffelrötzi. Was typisch schweizerisch ist. Und ich mag Rösti sogar. Ketchup mit Brot. Bevor wir überhaupt. Also, wir haben Essen bestellt. Und du hast so der Hunger, dass du jetzt Ketchup mit Brot isst. Zu wem? Zum Konzert. Zum Konzert, Bro? Davor sagt er zum Kindern, denn zum Concierge. Was heißt Konzert? Concierge heißt das. Was hast du gerade gesagt? Marc hat mir gestern, oder wer hat mir das gegeben, Jan? Dieses Kater auf sein Vater. Was hast du zuerst gesagt? Was hat der zuerst gesagt, Sid? Ja, dieses Kater auf sein Vater habe ich gegessen. Kater für seinen Vater habe ich gestern gegessen. Ohne Sinn. Hab ich wirklich gegessen? Ach so. Ey, die dachten bei dir, das wäre eine gebackene Zitrone gewesen. Das wegen dem Kern? Also, oh Mann. Ja. Also, es war gestern Dirk im Zimmer. Wir haben es nicht gesehen. Wie schlau. Ey, ich liebe Zitronen. Es gibt nicht Zitronen. Was hast du, Ermin? So ein Hähnchen-Sandwich. Ey, das hat mir 60 Euro gekostet. Was hast du? Chicken Sandwich, armen Mann, 48. 48, boah. Und Sid, was hast du? Ein Wiener Schnitzel. Für? 60. Was? Geht dann, ich hab jetzt Fragen. Ich glaube, das wird nicht. Guck dir mal die an. Wie kommt die denn jetzt mal? Ich hab meine Hotelkarte nicht. Melina hat meine Hotelkarte. Alter! Leute, wir gucken ihr Pulli gerade. So geil. Eli ist auf TikTok, macht sein Ding. Ja, aber ist da voll Scheiße drin, oder nicht? Ja, ist okay. Ja, ich war da gerade. So lange drin, bis meine Hände so wurden. So, wir waren davor ein bisschen Spa, Sauna, Chill, Reds. Gerade eben haben wir noch genossen, so wie diese von Strada ein, Kempinski rein, so. Jetzt gehen wir runter, wir gehen jetzt, bis 18 Uhr ungefähr, wir gehen jetzt hoch auf den Berg. Schnappen uns einen Drink, wir müssen noch was essen. Ja, und dann gucken wir den Bayern gegen Dortmund. Ich bin für Dortmund. Ist voll, Leute, ne? Ja, heute ist richtig voll. Also, es ist erst 18:30 Uhr. Okay, wir können heute gucken. Wir sind heute Abend. Eldos, es geht jetzt los. Wir fangen jetzt an. Heute wird Eldos Geburtstag eingefeiert. Das sind Golddublonen. Einer ist ein Freebring. Kamen gerade hier so mit 3 Gläsern rein. Hier, die Asis. Mein Verein. Christos. Oh mein Gott. Das ist so geil mit Bayern, Digga. Müller steht nicht so. Tor zählt nicht. Bist du sicher? Abseits. Guck mal, Abseits. Eldos lernt immer mehr. Ich will
Das ist der Manic, glaube ich, schon drin. Alles ein Hype. Alle eine Trompete. Digga, wie hype sind die? Später wieder ein Krater für den Vater. Hey, was, guck mal, was ist das? Krater für sein Vater. Leute, wissen, das muss man essen. Das isst man nicht. Das isst man, Alter. Dass er wieder kommt. Mel hat noch Geburtstag und Eddos hat gleich Geburtstag. Aber Eddie ist reingezogen. Mark lässt die Korken knallen. Bestos, noch eine Stunde. Übergang von Herkules. Ey, ich freu mich so sehr. Zweiter, vierter mit meinem Bees. Ich bin da. Ich freu mich wirklich mit meinem Bees hier. Zweiter, vierter. Leider, ich bin nicht hier, aber er kann nicht. Willi! Digga, Max ist so hacke. Ja, Max! Ja! Okay. Moin! Ja. Nice! Smart! Wo ist Eldos? Wo ist Eldos? Ich glaube, Kalle filmt so richtig schlecht. Er ist so ein schlechter Kameramann. Er ist so kacke. Ich sehe ihn die ganze Zeit gar nicht. Ich bin die ganze Zeit nur mit Els unterwegs. Weißt du, was du machst? Ohne. Ohne. Wo ist Ohne? Ohne. Ohne. Hä? Ohne. 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 Ja, freilich. Ja, sicher. Der Mann, okay. Alles gut, Eddos! Christoph! Mapa, man, fang mal ab! Mapa, man, fang mal ab! Gottes Spaß! Nein, hör auf! Hör auf! Ist das krass! Max war Backstage mit Timmy Trumpet! Er hat mich so oft mit Donald Trump! Geküsst. Hat er dich geküsst? Er hat mich geküsst! Leute! Christoph ist 19! Einfach 19, Bruder! Als ob so schnell groß! Wer hat ihn denn jetzt? Eddos ist Geburtstag! Denkst, erkenn den Unterschied zwischen gemachten Titten und normalen Titten jetzt. Geh mal. Sag mal, was machen wir gerade? Wir haben Lakers an der Backe. Wir haben ein Problem. Ey, das hat schon ihre Titten angefasst. Mann. Er meinte, war real. Ja, ich hab Schiff gebannt. Meinst du? Ja. Hast du ehrlich? Ja. Wie war? Ja, voll. Mann halt. Was soll ich sagen? Digga, wir sind gerade alle vom Festival. Da war so eine Gondel, die alle runterbringt vom Berg. Aber wir haben keinen Bock, weil es zu eng ist. So wie wir laufen jetzt einfach irgendwo hier runter. Oh mein Gott. Du kannst auch. Oh mein Gott. Bern? Bern sind gut? Ey, ich reite auf den. Ey, wo ist Lakers? Als ob er dein Maus weg. Ja. Was hast du gerade gesagt? Nichts. Wir laufen gerade die ganze Zeit den Berg runter. Mein Arsch schon voll. Ey, ich schwöre,
Ist wirklich dreckig, ne? Ich bin die ganze Zeit zu faul, hier um die Kurven zu laufen. Ich will einfach hier runterrutschen. Aber kann ich mal festhalten muss? Wir haben Bestelli gemacht jetzt mal. Bestelli! Wir laufen hier echt runter. Wir bewegen uns vorwärts. Wir haben schon einen angerufen, dass wir unser Essen bekommen. Erminabi, Bratemoi. Von der Strada ins Kempinski. Wir sind den ganzen Berg runtergelaufen. Eine Stunde. Da sind Menschen. Das ist eine Geschichte. Oder ich mach's hier dran, aber ich sag dir, das ist der große Erfolg. Ich schwöre, hilf mir. Ich bin Sydney. Kann mich jemand nach Hause fahren? Barry, bis gleich, ja? Wir haben Barry gefunden. Barry. Ja, so Bock auf deine Trump. Der hat so viel Energie. Also heute war eigentlich schlechter als gestern. Ja, es ging, also es war mir wirklich zu hart, Techno. Ich konnte gar nicht mehr. Auf diesen Schwarz, diese Locke. Aber das Ding ist, heute waren wir auch sehr lange hier. Aber als Donald weg war, war wieder okay. War besser. Ich schwöre, war besser. Wo Donald Trump, oder Leute glauben nicht, dass Donald Trump hier war. Es war so wie Cardi. Es war zu wild. Es war wirklich zu wild. Es war zu aggressiv. Ja, pass auf, Kalle, pass auf. Donald Trump, Trumpet, Max, du hast mit ihm Ich glaube, dass wir alles... Bro, also Sydney, der macht solche Sidequests, das ist geistkrank. Blau-weiße Hertha, nur du. Dir gehört der Sieg ganz allein. Okay. Sydney Friede ist besoffen. Nö, Gigi. Ich bin dabei Arsch runtergerutscht. Mein Geburtstag ist hier Wander. Das war so geil. Ich war aber lustig. Jetzt Essi. Im Zimmer. Aber wieder mit Schindy. Auf Ermin, auf Schindy. Dreams. Ich hatte damals Fantasie von einem Ferrari Testa Rossa. Schon gut. Ja, so, wir sind jetzt zu Hause. Schindy. Von der Strada. Kempinski am Moritz. Vom B-Gipfel auf Berg. Oder ja, von Berg einfach her. Digga, was hab ich überhaupt bestellt? Was ist das? Carbonara. Achso, Carbonara. Und Rinderlatte auch. Ja. Freilich, ja, freilich. Ja, Bro. Marte, Brate, moi. Idemo, Brate. Volimte. Ach. Junge, hast du nichts? Pommes. Mann, ey, das. Das gibt's auch nicht. Ey, das Gute. Alles Gute. Ja. Mein Bruder. Komm, was trinke ich hier? Was das ist? Ja. Warte. Ich weiß es nicht. Krater? Krater, das ist dein Vater. Ja. Von Marc. Ja, ich esse das hier. Ja, aber auch, warte. Krater von Vater esse ich hier, Leute. Mein Krater. Damit morgen Flug entspannt ist. Der hat schon wieder Shisha. Shindy. Der hat Shisha, Leute. Der hat Shindy. Den geht's gut, Brate Moi. Von Strada zu Kempinski, 5 Sterne Hotel, Zimmer Service um 3 Uhr. 16 Jahre in ein Zimmer. Junge. Wo sitzt du? Zieh mal durch. A, B, C. Ja. Ah, ja. Weiter? B, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Also E kommt noch dazwischen. Hab ich ja gesagt. Ja. Digga, der hat gerade das Alphabet falsch aufgezählt. Nein, A, B, C. Warte mal. A, B, C, D, F, G hast du gesagt. Das Festival an sich fand ich übrigens besser als gedacht. Also ich dachte, so Techno ist gar nicht mein Ding und so. Aber es war okay. Also ich hatte mehr Spaß, als ich dachte. Eigentlich alle, die ich getroffen habe, waren da korrekt. Natürlich sind da ein paar, die Halluzinationen haben oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich wurde auch gefragt, zum Beispiel, ob ich Flex habe und ich wusste nicht, was das ist. Ja, ey, hast du Flex? So, Flexen, so. Ja, aber abgesehen davon war es eigentlich ganz cool. Also für Techno-Liebhaber bestimmt richtig geil. Also das glaube ich jetzt nicht. Ich bin am Flughafen angekommen und ich wusste irgendwie nicht mehr, ob ich mit Auto fahren bin oder mit Taxi. Dann hat mich Scherb mitgenommen, Elis Bruder, bin nach Hause gefahren und jetzt wollte ich Ellie abholen. Und mein Auto ist nicht da! Digga, also das kann mir niemand erzählen. Also, das passiert nur mir. Ich bin dumm. Ja. Ich nehme jetzt meine AirPod Max. Die sind übrigens OP im Flugzeug. Und ja, jetzt fahre ich da hin und hol mein Auto. So, das passiert nur mir. Ich war so dumm. Vor allem, die haben mich noch 10-mal gefragt, ob ich sicher bin, dass mein Auto nicht hier ist. Ich dachte, nee, bin mit dem Uber gefahren, bla bla. Mein Auto ist jetzt einfach am Flug. Ich gehe runter an meine Tiefgarage. Ich guck, mein Auto ist nicht da. Ich denk so, nee, oder? Das ist mir jetzt nicht passiert. Wie dumm kann man sein? Ich bin einfach, glaube ich, fast der erste Mensch, der sein Auto verloren hat.
fast. Also ich glaube, sowas passiert nicht oft, dass jemand sein Auto verliert. Ich weiß nicht, was es ist. Mal gucken. Marlon schreibt mir gerade, dass mein Bruder das vielleicht... Ich halt meine Fresse. Ich habe mein Auto fast verloren. Vielleicht wurde es auch geklaut. Ich weiß nicht. Digga, ich bin so lost, ne? Ich bin jetzt mit meiner... Wo ist meine Müllermilch? Achso, meine Müllermilch. Mein Uber kommt gleich und dann schaue ich mal. Ich halte dich auf dem Laufenden. Und dieser Pickel fuckt mich so ab, Digga. So, ich bin jetzt im Parkhaus. Digga, ich schwöre, ich kann mich 0,0 erinnern, dass mein Auto hier sein sollte. Ich weiß nicht, warum. Abschließen. Ist 500 EQ-Move. Oh, mein Auto ist hier. Richtig. So, und jetzt sage ich ciao. Tschüss, Vlog. Oh ne, wo ist mein Parkticket? Ja, also ich hatte mein Ticket wirklich vergessen oder verloren. Da musste ich zum Automaten gehen und da anrufen. Jetzt sagst du, ja, ich habe mein Ticket verloren. Was kommt entgegen? Schuh, Sidney, wie geht's? Ich lass dich raus. Ja, deswegen Kuss an den Mitarbeiter. Und ja, ich habe jetzt doch noch ein Happy End. Ich will jetzt Ellie und dann ist alles okay. Zwar noch mal 2 Stunden meines Lebens vergeigt und der Tag ist schon lang genug, stressig genug, aber passt. Übrigens, was mich so gefickt hat, war, glaube ich, oder ich wollte ja nicht, also ich weiß noch, was ich gemacht habe und so. Ich war dann halt richtig ADS-mäßig unterwegs. Ich glaube, das war, weil in Schweiz, die trinken da Wodka Mate. Da ist richtig viel Koffein drin im Mate. Und ich glaube, das hat dann am Ende alles gekickt. Meine ganzen Mate mischen. Und ja, deswegen hatte ich so viel Energie am Ende. Glaube ich. Ja, aber ich habe keinen Filmriss oder so, weil ich noch was gemacht habe. Bloß ich habe es nicht so lustig in Erinnerung gehabt. Bin jetzt wieder zu Hause, schau jetzt Ellie ab und ja, viel Spaß mit dem Outro. Elida übernimmt das. So, wir sind jetzt wieder in Berlin. Ich habe gerade im Flug mir angeguckt, was so gestern passiert ist. Also, was bei mir hat es ordentlich gekracht, wie ich sehe. Ich könnte jetzt auch auch das alles nicht reinschneiden und so, aber ich finde es übertrieben lustig. Wir hatten auch richtig viel Spaß, wenn man sieht. Falls irgendjemand belästigt hat oder so, tut mir leid. Auf jeden Fall war sehr cool, das Event wieder. Willi, Eidos, alles Gute. Eli, Dankeschön fürs Event. Alle, die da waren. Geht raus. Hat sehr Spaß gemacht. Max, ich hoffe, dir geht's besser. Max, frühzeitig nach Hause gebracht. Die Rabona-Jungs, danke für alles, danke für die Organisation. Wir hatten auch viel Spaß zusammen. Und ja, ich hoffe, euch haben die Vlogs gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Geh weg. Wenn es wieder heißt. Geh weg. Sag es. Ja, willst mich. Mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Wenn ich weiß, wie du dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kasein auf und was bist du? Mitnehmen mit dem Regen kann ich yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.